Ah, guck mal, der Mann ist ja ein schön strong drauf. Oh, alles klar! Ich hab nichts gesagt, mein. Juhu! Meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück zu Mario und Luigi Dream Team Boss. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei den letzten Muskelschülern. Wir haben noch zwei vor uns. Wie die heißen, keine Ahnung, braucht ihr mir jetzt nicht fragen, ne? Ich bin glücklich, dass ich die ersten beiden beim letzten Mal gut abgeschnitten habe. Naja, mehr oder weniger. Und eins und zwei. Ein Problem war ja bei den anderen beiden, die haben extra Regeln hier drin im Spiel. Und das wird halt witzig, wie wir das machen müssen. Alles gut. Kommt ihr auch für Training für Muskeln? Was, Muskelini, hier machen? Ist doch selbstverständlich. Trainiert Bauch und Muskeln. Bauch bald hart wie Eisen. Benutzen Bauchmuskeln, um runterfallende Sachen wieder hochfallen zu lassen. Sehr praktisch im Alltag. Seht ihr den Schalter dort? Wenn ihr drückt, dann Bumski. Bombe fällt von oben runter. Genau. Muskeline hart am Limit von Muskeln. Immer pumpen und schwitzen. Aber das macht Angst. Noch nicht ausprobiert. Hab dort Steine gestapelt, ganz hoch. Das ist auch gutes Training. Alles klar. Auch Muskeln lassen Bomben gegen Steine fallen. Boom, Explosion kaputt. Das ist Plan. Wenn Explosion nicht gucken, dann noch cooler. Ist gutes Training, oder? Muskelini, nein, es ist nicht. Aber zu viel geredet, zu wenig Muskeltraining. Bauchmuskeln müssen härter werden und Bomben hochfallen zu lassen. Oberkörper müssen hinlegen, dann schnell aufrichten. Und schnell auch. An der Stelle viel Spaß, Muskelini. Ich wünsche dir auch viel Spaß mit der Bombe. Ich check die Aufgabe. Alles klar. Das Klärchen. Oh Gott, warte mal, ist das kompliziert. Warte. Hä? Ich dachte, schnell wieder aufrichten. So ist schön. So machen Muskeln stark. Aber warte mal, wir müssen da unten treffen. Oh. Nein! Was mache ich denn? Als ob dein Ernst jetzt? Findest du das witzig, Mario? Jetzt treff doch mal die untere Lücke da. Ja, geschafft. Oh mein Gott, Alter. Holy moly. Ist gar nicht anstrengend gewesen oder so. Nee, easy. Muskelübung sehr gut gemacht, ich habe. Uff. Ah, guck mal, gleich der nächste. Moment. Und welche Regel diesmal? Hallo, da seid ihr ja wieder. Ring frei für Kampf Nummer 3. Den Grund der großen Muskelschlacht. Euer Gegner ist Motzwolk. Im Kampf gegen die Muskeleven gibt es wieder einmal spezielle Regeln. Diesmal keine besonderen Regeln. Na, was wollt ihr tun? Kampf beginnen. Keine besonderen Regeln. Und los! Der sieht aus, als ob der gar nicht kämpfen will, sondern nur schlafen. Kampf Nummer 3, Start! Als ob wir jetzt gegen jemanden kämpfen, der schläft.
Ach, der heilt sich! Wenn ich schlafe, geht es mir hinterher viel besser. Greift also besser an, bevor ich mich erhole. Sonst schlaft ihr, es schafft ihr es nie, mich zu besiegen. Ah. Ist mir verarschen. Alles klar. Dann wecke ich dich halt mit einem Hammerschlag. Baut's aus halt. Ihr könnt den Kampf jederzeit neu... Nein! Ich hab noch Menge KP übrig. Nein? Ihr kämpft gar nicht schlecht, aber ich werde trotzdem nicht verlieren. Ich hab euch unterschätzt, aber weiter geht's. Als ob. So, Riesenbaby. Was ist los? Wach mal auf, hier, auf zu schlafen. Ich kann nicht mehr schlafen. Riesenbaby, was ist los, hä? Kannst nicht mehr schlafen? Oh, tut mir leid für deinen Schlaf. Moment mal, ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte meiner KP verloren. Nein, ich will nicht den Cup aufgeben. Was willst du von mir, du Lachsnacken? Ich kann nicht schlafen. Oh, du kleine Riesenbaby. Hör auf zu pennen am ganzen Tag. Alter, willst du mich nerven? Oh, ich hab mich ja schon fast besiegt, oh Mann. Nein, ich will nicht den Kampf aufgeben. Was ist mit Loten? Was ist los mit dem Spiel? Scheiße, er kann schlafen. Ganz schnell! Attackier ihn! Ja, das war der dicke Riesenbaby. Das war ja der einfachste Kampf auf Erden. Was war denn das? Ja, das war schwierig. Nur ein Traum. Geh mal lieber so und schlaf. Ich glaube, das brauchst du. Sieger wieder Mario und Luigi. Ich hab das Gefühl, die cheaten. Gut gemacht, aber es gibt noch jemanden, der euch bevorsteht. Ja, das stimmt. Der traurigste von allen. Irgendwie sind die Depri-Leute irgendwie auf der falschen Seite. Obwohl, der andere war nicht Depri, also den wir jetzt hatten, der war einfach nur müde. Aber wie kann man so viel schlafen? Junge, das ist ja schlimmer als Icke. Dem Blauen würde ich am liebsten nichts tun, der Arme. Der tut mir so leid. Ach so, ja, natürlich! Ich wollte gerade sagen, hättest du jetzt einen komischen Stachel auf mich geschossen, wäre ich schon sauer gewesen. So, ich würde sagen, richtig tollen Hammerschlag hauen wir jetzt raus. Damit wir... Bäm! Alle besiegen. Und die 180 EP natürlich mitnehmen. Ey, die machen so viel EP. Wie die normalen Gegner. Also, wie die Bosse hier. Das ist so insane, dass sie so viel EP bringen. So, sind nur noch drei übrig. Ich glaube, die flüchten gleich, ne? Nee, die flüchten nicht. Na, das war eine falsche Entscheidung, Leute. Dafür müsste leider alle von dannen gehen. Oh, Alter, kurz vorm Level ab. Mario wird wahrscheinlich heute nur Level 19 erreichen. Ich freue mich drauf. Oh mein Gott. Also gegen die muss ich kämpfen, Leute. Das ist pures, ich muss das machen. Das geht einfach nicht anders an der Stelle. So, wir werden wahrscheinlich mit dem Hammer... Oh, warte mal. Leute, ich habe doch den Traumsprung wieder geübt. Wir können ja mal den wieder auch machen. Bin mal gespannt, ob der auch ein paar mehr trifft als nur einen. Und wir brauchen noch einen Exzellent da drin. Oh, shit. Also wird schwierig mit Exzellent, aber... das ist ein Exzellent! Es war ein Exzellent, Leute. Traumattacke 2 bestanden. Das wollte ich erreichen. Aua. Nein, ich liege am Boden!
Okay, ich bin wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen. Oh, dieser Vogel, ne? Hahaha. Dachtest du wohl, wa? Ja, ja, hat den auch gedacht. Aber ich sag dir, die Traumattacke habe ich geübt. Damit wir ein bisschen wenigstens hier mal vorankommen. Boah, kurz vom Level ab. Mario. So, drei Leute haben wir. Drei Leute natürlich. Drei Uhren haben wir noch. Jetzt ist die Frage. Okay, die Kombination bleibt immer gleich. Ich überlege, wir machen, glaube ich, erst eher den Hammerschlag. Dadurch killen wir schon mal immerhin die Kleinen. Ich dachte, wir killen die Kleinen wenigstens. Na gut, die Uhren überleben halt ein bisschen. Verdammt, ich war zu früh. Das habe ich mir gemerkt. Weißt du, das kriege ich hin. Ich nehme mal lieber den normalen Sprung. Oh shit, was machen die eigentlich, die im Hintergrund sind? Die heilen sich! Ach so. Oh. Verdammt, war ich schon wieder zu früh. Na gut, egal. Wir machen dich trotzdem jetzt finito. Ich bin mal gespannt, was für eine Extra-Regel jetzt noch kommt. Wir hatten ja jetzt schon viele. Vielleicht dürfen wir keine Sprünge oder, Hammer verwendet. Kann natürlich auch sein. Und Level 19 für Mario. Nochmal schön viele KP rausgehauen. KP brauchen wir nicht. BP sind auch nur 3. Warte mal, sag jetzt nicht, alles ist 3. Nee, Geschwindigkeit ist noch. Geschwindigkeit 4 Punkte plus. Sehr nice. Das ist das Einzige, was wir noch machen konnten mit 4. Ich glaube, wir sind leicht überlevelt in dem jetzigen Levelstadium. Und trotzdem verkacke ich im Hochhaus. Obwohl nicht ganz. Also ich glaube, ich bin bisher recht gut sogar. Dafür, dass ich blind komplett spiele, bin ich zumindest bei vielen Moves so halbwegs in Ordnung mit drin. Und Luigi kriegt auch seine, nee, noch nicht, 60 Erfahrungspunkte bloß. Na gut, beim nächsten Bosskampf hat er auf jeden Fall auch sein Level ab. Schauen wir mal, ob wir hier das was umändern kann. Halt, nein, 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 warte, das war richtig. Ich hab nur vergessen, A zu drücken. Sehr gut. So, hier geht's auch nochmal weiter nach oben, aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Obwohl, wenn wir jetzt den hier machen, dann können wir uns das Geld auch holen. Ah, Geld muss schon sein, Leute, ne? Geld muss schon sein, ab und an mal. Wenn man nicht viel hat, dann sollte man wenigstens ein bisschen Geld mitnehmen. Ich glaube, hier runter kann ich den schieben, ne? Dann mache ich das so. So, und dann nehmen wir die Münzen mit. Perfekt. Wozu bedienst du eigentlich? Ach, du bist für den Schalter da oben. Okay. Ja, na dann. Sollten wir auch jetzt zu den letzten von den Vieren kommen. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr den Namen von dem. Die haben alle so einen komischen Namen. Ich weiß, Muscolini, Muscolone, die sind die wichtigsten. Oh, warte mal, hier gibt es noch Kämpfe. Die sind auf jeden Fall die wichtigsten. Und dann dieser dieser Depri-Typ, der kommt jetzt eigentlich. So, ich überlege gerade, wollen wir nochmal so einen Traumsprung machen? Komm. Just for fun, wir machen das mal. Das wird kein Exzellent, oder?
Nee, nur super. Nein. Boah, das war gut. Und der Einzige, der nur lebt, ist der Uhrzeiger. Ein paar EP-Handschuhe. Wir müssen mal die EP-Handschuhe angucken, ganz ehrlich. Ich würde gerne wissen, wie gut die sind. Weil ich überlege tatsächlich, die EP-Handschuhe mit reinzubringen. So, aber ob die viel bringen, ist halt die Frage. Wir könnten halt die in Kombination mit den späteren Upgrades nehmen. Also hier, komme nicht auf den Namen. Mit der Erfahrungspunkte beim Rang erhöhen. Und wir haben 4 Stück davon. Gibt 20% mehr EP durch Paarattacken. Aber besiegt durch Paarattacken? Besiegt durch Paarattacken. Ja, also, puh. Hä, werdet allgemein hätte ich nichts gesagt, aber beim Sieg nur. Finde ich das, glaube ich, nicht ganz so geil. So, kriegen wir wieder ein paar Handschuhe? Wir haben 4 Stück übrigens. Wir müssen die mal dann verkaufen, denke ich mal. Weil ich glaube, die geben bestimmt auch ein bisschen Geld zurück. Hier geht's weiter. Warte, dann will ich noch kurz die Uhr hier antreten. Damit die von wenigstens vom Fenster weg ist. Und dann sollte Luigi auch sein wunderbares Level bekommen. Sein verdientes Level ab. Sehr schön. Luigi Level 19. So, dann schauen wir mal nach, was er so könnte. Also er könnte KP, BP gar nicht, Angriff nein, Verteidigung nein, Geschwindigkeit nein. Wow, er kann nur ab KP. Ja, dann machen wir 109 KP, wa? Anders geht's nicht, würde ich mal behaupten. Weil wie gesagt, wenn keiner andere eine 4 Plus hat, oh mein Gott, dann wird's nächste Runde ja keine 4 Pluser mehr geben. Nein! Nein! Moment! Also dann, leider oder zum Glück folgt schon der letzte Kampf. Ringfrei für Kampf Nummer 4, der großen Muskelschlacht. Euer Gegner ist Faustsorg. Faustsorg heißt der, ja, stimmt. Sorge und Faust. Mm. Was für Gegner gibt's diesmal? Es sind nur exzellente Treffer. So gestaltet sich das Ganze noch ein bisschen interessanter. Ihr wisst, das Wort exzellent erscheint, wenn ihr einen Gegner genau richtig trefft, oder? In diesem Kampf könnt ihr ausschließlich mit exzellenten Treffern Schaden anrichten. Treffer, die nicht exzellent sind, zählen nicht und als Strafe wird euer Gegner geheilt. Attacken, die mit den Zwischenwerten gut, okay oder super sind in Ordnung. Sind in Ordnung? Aber nur, wenn die letzte Wertung der Attacke exzellent ist, sagt Muskelone! Na, was habt ihr nun vor? Es hat keinen Sinn. Ich verliere doch sowieso. Ich bin so erbärmlich. Hä? Wie bitte? Ich soll mich glauben? Was? Selbst wenn jemand wie ich kann stark sein? Ich kann alles schaffen, wenn ich nur will? Ich kann Typen wie euch ungespitzt in den Boden rammen? Du machst es gerade nicht viel besser. Kampf Nummer 4, Start! Wenn ich euch besiege, werde ich sicher stärker. Dieser arme Junge. Ach du meine Güte, ich darf den ja nicht auf den Arm treffen, ich Dödel. Ja, Faustsorg. Wenn du exzellent sehen willst, dann kriegst du jetzt auch exzellente Hiebe. Oh, einfach mal im ersten Runde 200 Damage. Oh Gott. Nein, ich treffe. Jetzt treffe ich immer dann. Ja, genau. Komm hier.
Damit das auch ein bisschen spannender bleibt, Leute, nehmen wir mal die Traumkugel, weil das andere wisst ihr definitiv, schaffe ich nicht auf exzellent. Und ihr wollt ja bestimmt auch sehen, wie ich ihn heil. Ihr wolltet safe sehen, wie ich ihn heil und mich dabei aufrege, ne? Ja, ja, ich merke schon. Oh mein Gott, sag jetzt nicht, ich habe exzellent verpennt. Nein, exzellent ist drin. Oh, das hat bestimmt heftig Damage gemacht, ne? Was, der ist tot? Ich war, glaube ich, zu hart zu ihm. Ich hätte doch vielleicht die andere Attacke machen sollen. Wir sind vielleicht doch ein bisschen zu overpowered. Während des Kampfes war ich absolut konzentriert. Hat sich gut angefühlt. Danke. Sieger Mario und Luigi! Damit haben wir es wohl geschafft, wa? Herzlichen Glückwunsch, ihr habt alle vier Gegner geschlagen. Wenn ihr euch jetzt zurück ans Ausflugsagentur begeben würdet, es muss gelohne, bereit, euch zu treffen. Oh, Muskelone. Wird auch nochmal ein bisschen Ärger abbekommen von mir. Obwohl, ich weiß nicht, ob der Junge gegen uns kämpfen möchte oder nicht. Das werden wir ja gleich sehen. Aber der schwerste Kampf war tatsächlich der allererste. Gegen den Orangenen. Den fand ich am allerschwersten tatsächlich. Aber auch nur, weil ich es zweimal verkackt habe, den letzten Heini zu treffen. Hey, hier entlang, bitte! Wir wissen, wo es lang geht, mein Lieber. So lang sind wir nicht hier unten, dass wir es nicht mehr wissen. Muskelone, mein Freund. Wir haben ein Gespräch. Willkommen zurück! Ja! Ihr habt die Medaillen zusammen. Hallo, hier ist die Ausflugsagentur. Zwei Herausforderer haben die Muskelevin besiegt. Muskelone scheint gerade anzugekommen zu sein. Also dann, ohne weit rumschweife, ich präsentiere euch Muskelone! Und der ist wo? Was soll das denn? Muskelone ist doch gar nicht mehr hier. Was ist denn mit dir los? Was zum... Was ist denn jetzt für ein unverschämtes Kichern? Ist dich köstlich witzig. Ach so, natürlich. Du bist Muskelone. Du selbst bist Muskelone? Ja, bin ich. Ich bin Muskelone. Hab gemacht, große Täuschung, komischer Akzent, perfekt nachgemacht. Wir haben keine Zeit für Spielchen. Du musst sofort aufwachen. Wir müssen unverzüglich den Pyjama-Gefährt klimmen. Nö. In der Welt von Träumen, ich prügel mit muskulösen Typen. So, ich kann eigene Muskeln selbst im Schlaf trainieren. Wache Welt ist zu schwach, Vieh. Ausgespuckter Kaugummi, Muskelune bleiben hier. Es sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Wir nehmen deine Herausforderung an. Ich muss dich warnen, auf dem Weg hierher haben wir es schon ganz andere Aufgaben gemeistert. Nu, genau das Richtige war das mit Gnade Pan. Ihr seid muskulöse Schnitzel, endlich gute Herausforderung. Muski 11, hier komm hin. Wir machen Vorführung von täglichen Muskeltraining. Oh nein, oh nein. Oh nein. Ach so, ja, das bisschen krieg auch hin. Easy. Seht gut hin, ist ultimative Muskelkraft. Deswegen selbst Felsen weich und schwächlich. Gefällige Backpfeife, Meister. Oh. Selbst dieser Felsen sollte für den Meister kein Hindernis sein. Er wird ihn mit der Berührung zu feinem Pulver zermalmen. Oder meinst du, der ist immer zu groß? Das ist das Spiel vom Kind. Und los! Oh, oh, au, au. Ich glaube, der war zu groß. Au.
Geschmeidig, Meister. Der Meister hat sich versteckt, um euch von hinten zu erschrecken. Er weiß, was er für die Fans schuldig ist. Genau. Außerdem gut für Muskeln, Dehnübungen in der Erde drin. Technik für wahre Meister. Jede Bewegung ist sich genau geplant, ich schwöre. So, ihr Schnitzel, jetzt fertig zum Braten. Jetzt gibt kein Pardon, jetzt für ihr werdet weich geklopft. Auf geht's! Ja, mein Freund, ich glaube, du wirst weich geklopft. Ich glaube nicht, dass wir uns weich klopfen lassen von dir. So, wie wollen wir anfangen, mein Freund? Wie wär's mit einem saftigen Traumsprung von den Traum-Luigis? Ich habe das Gefühl, mit denen kann ich gut umgehen. Oh shit. Oh shit. Nein! Na gut, ein Super ist in Ordnung. Das ist ein Exzellent! Bam, Bruder! Rein da ins Gesicht! Oh. Naja, 199 Damage. Plus 33. Oh, ihr seid schon wütend. Dein Ernst? Bam! Kannst du knicken, mein Freund? Bist doch nicht mehr so stark, weil komm, wir hauen gleich nochmal rauf. Ja, jetzt hab ich Bock. Oh. Wir machen den schiefen Turm von Pisa-Tanz. Oh, das ist eine sehr gute, exzellente Waffe. Das war nur super. Richtig schön rein, na? Hat's wehgetan? Oh mein Gott, nein. Nein, bitte nicht. Ah! Abgewehrt! Du hast deine eigenen Muskelkinder umgebracht oder was auch immer das sind, deine komischen Schüler. Ja, komm, Muskelone. Wenn schon, denn schon, wa? Wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei. Oh, 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 oh. Oh, 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 warte. Oh, 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 oh. Ja, okay. Okay, alle schlechten Dinge sind drei, muss ich mal gestehen. Aber es reicht noch für ein Super. Sehr schön. 157 Damage. Na, Muskelöhne wütend. Oh, verdammt. Ah, guck mal, der Mann ist ganz schön strong drauf. Oh, alles klar! Ich hab nichts gesagt. Juhu! Schade, das wollte ich sehen. Gut, okay, dann machen wir jetzt einfach einen normalen Sprung. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht zu viel Damage frisst. Sei jetzt nicht down, bitte. Komm, mach nochmal den Move. Jetzt weiche ich auch aus. Oh, verdammt. Junge, du weißt doch ganz genau, dass du keine Chance hast. Als ob der wieder aufhört. Ich will dich jetzt nicht killen. Versteht doch. Du musst vernünftig denken. Oh, ich hab seinen ganzen... Oh. Seinen ganzen Kumpan weggehauen. Ich hab nur einmal Damage gefressen, ja, Leute? Und das war genau an dem Dings, wo kein Damage fressen wollte. Aber wir haben die K.O.-Stiefel bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Sie haben den Meister fertig gemacht. Woher nehmen Sie die Kraft? Rückzug! Ja. Oh, ich bin Verlierer. Ist wie Lüge, nur ist leider wahr. Ihr stärker, als ihr aussieht. Ich hoffe, du siehst jetzt endlich ein. In der Wachwelt gibt es auch starke Kämpfer. Ich sei am Boden zerstört. Muss zurück ins waches Welt, muss machen neues Trainingsplan. Spitzt eure Bartmuskeln. Eines Tages prügeln wir nochmal. Jetzt ich mache einen Tschüss. Tschüss der Welt der Traum.
Ja, das sollte genügen, um Muskelone wieder zu wecken. Wir sollten jetzt auch zurück zur Waffelwelt. Finde ich auch. Wir haben hier genug spritzigen Spaß gehabt, finde ich. Aber meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst gerne einen Daumen nach oben da und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und denkt daran, ich habe oben rechts euch jetzt die Playlist verlinkt, wo ihr auf die restlichen Folgen zurückgreifen könnt. Also bis denne und ciao.